Höre, mein Jünger, in Wahrheit verspreche ich dir, der du mir folgst, den Lohn der Gerechten. Wer sich meiner nicht schämen wird, wird dir nachfolgen und wird denselben Lohn des Jüngers empfangen. Nenne mich Jesus. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Katechese B, zum vierten Sonntag der Osterzeit, 30.04.23, wo wir jetzt schauen, wie die Botschaft der Liebe, dieses Thema des Evangeliums, das wir in der Katechese A genauer angeschaut haben, vertieft wird. Wir haben soeben etwas ganz Besonderes gehört. Wir haben gehört die erste Botschaft von Jesus an Renato. Das war am 4. Oktober 87. Und schon geht's um das heutige Thema. Nachfolgende. Wer sich meiner nicht schämen wird, wird dir nachfolgen und wird denselben Lohn des Jüngers empfangen. Nenne mich Jesus. Ihr seid meine Apostel, die ich für die neue Evangelisierung vorbereite. Bewirkt also, dass diese eure Treffen euch in der Liebe vorbereiten. Und damit wir dies rechterweise tun können, vertrauen wir uns ganz Maria an, als Königin der Liebe. O Maria, Königin der Welt, Mutter der Güte, im Vertrauen auf deine Fürsprache übergeben wir dir unsere Seelen. Geleite uns jeden Tag zur Quelle der Freude, schenke uns den Erlöser. Wir weihen uns dir, Königin der Liebe. Und diese Königin der Liebe spricht sofort zu uns. Ich bin bei euch, weil ihr betet. Ich bin bei allen, die beten und Jesus nachfolgen. Seht ihr? Interessant. Sie sagt nicht, die mir nachfolgen, sondern Jesus nachfolgen. Denn Maria selbst zeichnet sich dadurch aus, dass sie die erste und große und beste Nachfolgerin, Jüngerin Jesu ist. Und dann, wenn wir ganz, so wie Maria, zu nachfolgend geworden sind, dann kann Jesus auch zu uns sagen, wer sich meiner nicht schämen wird, wird dir nachfolgen. Oder müssen wir wirklich Jesus schon in rechter Art und Weise nachgefolgt sein und von ihm viel gelernt haben. Maria sagt weiter, eure Seligkeit wird mit eurer Hingabe in Liebe und Gebet erlangt werden. Nachfolgende treten ein in eine große Glückseligkeit durch Hingabe, durch den Blick auf den Hirten, nicht mehr auf die eigenen Sorgen und Nöte, nicht mehr auf die eigenen Interessen, nicht mehr auf die eigenen Wünsche und Sehnsüchte. Maria sagt, dies ist eure Zeit. Worauf wartet ihr noch? Bleibt in meiner Schule der Liebe und vermittelt meinen Scharen immer neues Leben. Jetzt sei jedes eurer Worte von der Kraft des Heiligen Geistes beseelt. Geht mit dem gleichen Gehorsam, den Jesus geübt hat, und jedes eurer Worte wird von der Kraft des Heiligen Geistes beseelt sein. Ja, es wird die göttliche Autorität sein, die in eurem Apostolat wirksam wird. Und eure Worte werden die Herzen durchbohren. Seht ihr, so wie die Worte des ersten Papstes, Petrus, die Herzen durchbohrt hat, und sich 3000 an einem einzigen Tag taufen haben lassen, so ist es auch bei uns. Maria sagt noch einmal, verliert keine Zeit. Ich habe euch gelehrt, ihn zu lieben und dafür Sorge zu tragen, dass er geliebt und allen bekannt werde. Das ist die euch anvertraute Sendung. Sucht keine anderen Dinge mehr. Was ist die uns anvertraute Sendung? Nicht, dass wir uns zu Gescheiterten machen, nicht besserwisserisch, alles Mögliche neugierig in uns aufsagen müssen. Nein, nur eines, ihn zu lieben und alles, was zu dieser Liebe hinführt, anzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass er geliebt und allen bekannt wird.
Freut euch mit denen, die euch nachfolgen. Grämt euch nicht, wenn man euch ablehnt, denn ihr werdet für das verantwortlich sein, was ihr nicht gegeben habt, und nicht aber für diejenigen, die euch kein Gehör geschenkt haben. Ganz ein wichtiger Grundsatz für die entspannte, heitere, gelassene Mission, für ein entspanntes, ruhiges Leben. Brennen vor Begeisterung, brennen vom Feuer der Liebe, aber verantwortlich sind wir für das, wo wir uns nicht entzünden haben lassen, wo wir den Geist Gottes verweigert und Widerstand entgegengesetzt haben, aber nicht für diejenigen, die vielen, die uns kein Gehör schenken. Aber wir dürfen uns freuen mit denen, die uns nachfolgen, ja, in dem Maße, als wir wirklich Apostel Christi geworden sind. Jesus sagt, ihr seid meine Apostel, die ich für die neue Evangelisierung vorbereite. Keiner von euch fühle sich als Meister. Ich allein bin euer Meister, euer Hirte. Und wenn unter euch Einheit und Demut herrschen, werde ich nicht verfehlen, euer Alles zu sein. In dem Maße, als Einheit herrscht unter uns, Demut, ist Christus unser Alles. Wir brauchen nicht links schauen, nicht rechts schauen, nicht raufschauen, runterschauen, nicht ungeduldig nach vorpreschen, nicht hinten nachlaufen, zurückschauen. Nein, er ist unser Alles. Er gibt den Schritt vor, er gibt das Tempo vor. Wir gehen nur demütig Schritt für Schritt in seinen Fußstapfen. Und es ist wichtig, auf ihn zu blicken. Seid Seelen, die auf mich blicken und mir gehorchen, indem sie im Glauben und in der Liebe zuhören, demütig und aufrichtig. Und ihr werdet die innere Sicherheit der Wahrheit haben. So ganz unruhige Herzen, die alle durcheinander bringen, sie haben nicht die innere Sicherheit der Wahrheit, bringen alles durcheinander, meistens sich selbst, bringen ihr Leben nicht auf die Reihe, eben weil sie auf sich selbst blicken, auf falsche Propheten hören, nicht auf den guten Hirten. Wir haben gehört, Maria sagt, dass wir uns nicht grämen sollen über die, die uns kein Gehör schenken. Und Jesus verstärkt das noch, indem er spricht: Tritt nur an diejenigen heran, die auf dich hören und dir nachfolgen. Es sind dies die Demütigen, die ich belohnen werde. Lass dich nicht vom Willen anderer anziehen. Was ich in deinem Herzen erwecke, wirst du für das Wohl vieler tun. Halte aber den fern, der deinen Geist und deine Pläne ablenkt. Das ist einmal in erster Linie der Widersacher, der Ungeist, aber auch Menschen, die permanent bedrängt sind von diesem Ungeist und daher viel Unruhe bringen und auch fähig sind, unseren Geist und unsere Pläne abzulenken. Also wichtig, liebe Freunde, halt den fern, der deinen Geist und deine Pläne ablenkt. Worauf schaue ich? Wovon ernähre ich mich? Was sind meine Freunde? Wo ist meine geistliche Familie, von denen ich auch viel aufnehme? Tritt nur an die heran, die auf dich hören und dir nachfolgen. Das sind ganz wenige, die wirklich Christus nachfolgen. Denn wenn es ans Eingemachte geht, um die Wandlung des Herzens geht, als Voraussetzung für die Herzensgesundung, dann gibt es viele, viele Widerstände, über die wir schon oft gesprochen haben. Und die liebsten, die ruhigsten, frömmsten Leute können ganz schön wütend werden. Ich bin dabei, neue Menschen aus euch zu machen. Jetzt kennt ihr ein neues Lied, das alten Menschen nicht zusteht. Dort und da breite ich in den verschiedenen Teilen meines geteilten Leibes ein neues Pfingsten aus, mit Macht, einen Beginn neuen innerlichen Lebens. Ein neues Feuer des Geistes werde ich wieder entzünden, das euch fähig machen wird, zu lieben und zu beten. Lieben und beten. Das ist das Kennzeichen
des Heiligen Geistes, was er direkt vermittelt. Nicht spektakulär, sich nicht wichtig machen, in die Mitte setzen. Ein neues Pfingsten, sogar auch in den verschiedenen Teilen des geteilten Leibes Christi. Außerkatholisch, Gott sei Dank, seit vielen Jahrzehnten schon, diese große Liebe der Nicht-Katholiken zum Wort Gottes, zur Bibel, einzigartig. Und viele Schätze, die wir miteinander teilen können, wo wir voneinander lernen können. Und Jesus spricht weiter. Kurzer Hinweis auf die ersten Apostel. Meine Lieben, was jeder Mensch am meisten verteidigt und liebt, all dies bitte ich euch zu verlassen. Nur indem ich alles Irdische in denen ausmerze, die ich rufe, werde ich alles wieder erhalten, was mir zukommt. Seht ihr? Das ist die Herzenswandlung. Das ist die Herzensgesundung und da regt sich gewaltiger Widerstand in den Menschen. Das ist absterben lassen alles Unerlösten. Was irdisch ist, was sowieso keine Zukunft hat. In den Himmel kann nichts Irdisches hinein. Da kann nur das Göttliche hinein. Und alles, was wir hier versäumen, wird im Fegefeuer nachgeholt, vergöttlichen lassen. Im Himmel gibt es nur Vergöttlichtes. Ich bin es, euer Jesus, der euch ruft, der euch erwählt, um euch vorzubereiten und euch fähig zu machen, mich zu vertreten. Nachfolgende müssen immer zu Hirten werden. Voranschreitende, Nachfolgende, Christus-Nachfolgende werden immer Hirten, Lehrer, Führer. Das ist das Prinzip des Meisters, des geistlichen Meisters. Ja? Das Prinzip des geistlichen Meisters. Und Jesus sagt ganz deutlich, vergesst nicht, dass ich euch als Meister des Lebens wünsche. Versucht, meinen Schritt zu halten. Nicht voraus, nicht hinten noch. Meinen Schritt zu halten. Bleibt nicht länger bei der Welt stehen, sondern folgt eurem Meister, der euch vorangeht, indem er all denjenigen den Weg erhält, die ihm nachfolgen. Der Weg kann nur für diejenigen erhellt werden, die nachfolgen. Nur die Nachfolgenden gehen im Licht. Niemand sonst. Wer links und rechts in Lagern abgleitet, zurückgeht, nach vor prescht, was nicht dran ist, Ungeduld. Alles nicht das Licht des Meisters. Der Weg wird nur für diejenigen erhellt, die dem Herrn nachfolgen. Vergesst nicht, dass ich euch als Meister des Lebens wünsche. Lebt daher nicht länger für euch selbst. Schauen wir weiter. Was haben die ersten Apostel gemacht? Wir haben beim letzten Mal gehört, zweimal der wunderbare Fischfang, am Anfang beim Berufen der ersten Apostel und dann zum Schluss als der Auferstandene, der wunderbare Fischfang jeweils. Und Jesus sagt, schenkt mir eure ganze Aufmerksamkeit. An jenem fernen Morgen, als ich vom Ufer des Sees aus für Fischer rief, da hielt plötzlich der Rhythmus der Hände inne und das Verhalten war ein einziges, ein Sofort, ein Loslassen, ein mir Nachfolgen. Das ist Nachfolge, das ist Nachfolge Christi, ein Sofort, ein Loslassen, ein mir Nachfolgen. Ich, euer Jesus, bin es immer noch, der die gleiche Einladung an euch richtet. Wisst daher, Männer und Frauen mit Mut zu sein. Wisst euch für die Glückseligkeit bestimmt. Seht ihr, das ist das Einzigartige an dieser Botschaft der Liebe. Wenn ich nur beim Wort von damals bleibe, wer mein Jünger sein will, nehme täglich sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Und der Exeget, der Katechet, der Prediger, versteht das nicht, die Glückseligkeit, erlebt nicht die Glückseligkeit der Nachfolge. Aber hier haben wir immer schwarz auf weiß in der Botschaft der Liebe. Wisst daher, Männer mit Mut zu sein, wisst euch für die Glückseligkeit bestimmt. Nicht beim Kreuztragen aufhören, stehen bleiben. Wisst euch für die Glückseligkeit bestimmt. Seht ihr, liebe Freunde, wir haben erst ganz, ganz wenig von dieser Botschaft der Liebe als Auslegung für das Evangelium verstanden und noch weniger umgesetzt. Aber künftig
soll alles anders sein. In meinem Namen kann keine Gemeinschaft leben, wenn sie nicht dieses Gesetz des Verzeihens lebt. Vollständige Verzeihung an allen Ecken und Enden, immer und überall. Aber natürlich dürfen wir keine Angst haben. Meine Lieben, habt keine Angst. Habt keine Angst. Wenn ihr die Menschen fürchtet, wie könnt ihr mir dann nachfolgen? Ich habe euch gebeten, mir zu folgen. Ich hatte keinerlei Angst. Seht ihr? Nicht zu verwechseln, Gethsemane, die Angst, die er für uns getragen hat, aber in seinem ganzen Wirken, zuvor und danach. Ich hatte keinerlei Angst. Gethsemane hat er unsere Angst auf sich genommen, damit wir keine mehr haben. Ich hatte keinerlei Angst. Kommt mit mir und habt Mut. Wer keinen Mut hat, den werde ich unterwegs verlieren. Sehr ernüchternd, gell? Jetzt, da ihr gelernt habt, mich zu erkennen, bitte ich euch, jede meiner Unterweisungen zu befolgen, damit ihr mich in der Welt bezeugen könnt. Sucht keine anderen Belehrungen mehr. Sucht keine anderen Belehrungen mehr. Wir wissen, ein Großteil der sogenannten Privatoffenbarungen sind falsch, sind problematisch. Wie viele Leiter und Hirten führen ihre Bewegungen, ihre Orden in die Finsternis durch falsche Offenbarungen. Passiert laufend. Deswegen wichtig, diese Unterweisung der Liebe, einzigartig stimmig, einzigartig fruchtbar. Such keine anderen Belehrungen. Keines meiner Worte gerate in Vergessenheit. Warum ist die Botschaft der Liebe so wichtig? Ich werde denen, die mir nachfolgen, sagt Christus der König, die Grundlagen zeigen, auf denen sie neue Menschen aufrichten können, neue Nationen auf eine neue Weise, indem sie die wahren Werte anempfehlen. Und nicht menschliche Sicherheiten, menschliche Schutzmaßnahmen. Die Jünger, die Nachfolgenden, sie erfahren die neuen Grundlagen, um zum neuen Menschen, zur neuen Schöpfung zu werden. Was passiert mit den Nachfolgenden? Sie werden zu Teilhabern der göttlichen Natur. Nichts Irdisches kann in den Himmel. Deswegen muss sogar der Leib, der so irdisch ist, eine Zeitl im Grab ruhen, bevor dann für ewig auferweckt wird. Auferstehung des Leibes. Alle, die mir nachfolgen, werde ich zu Teilhabern der göttlichen Natur machen. Folgt mir nach, indem ihr euch mir überlasst. Dies bleibt mein Vorschlag für euch, die ich liebe. Folgt mir nach, indem ihr euch mir überlasst. Nachfolgende, vollkommen dem Herrn überlassen. Aber wichtig ist, eine weitere Gefahr zu erkennen. Wir haben gehört und gesehen, Angst, Eitelkeit, Stolz, aber auch Unentschlossenheit ist ein Krebsgeschwür. Unentschlossenheit wirkt manchmal ein bisschen demütig, ein bisschen sanft. Nein, Unentschlossenheit. Wenn ihr innerhalb eurer Demut nicht die Kraft für die Überwindung der Unentschlossenheit findet, innerhalb der Demut, nicht außerhalb der Demut, bleibt in euch die Gefahr bestehen, dass ihr zurückkehrt, einem Volk anzugehören, das fortfährt, die Wahrheit zu demütigen. Die Gefahr, dass ihr zurückkehrt ins alte Ägypten, dass ihr zurückkehrt in die Wüste, mit mir nicht ins gelobte Land einzieht, zurückschaut, zur Salzsäule erstarrt. Liebe Freunde, Nachfolgende gehen immer weiter, entschlossen, sicher. Behaltet mich immer bei euch. Mit mir werdet ihr nichts fürchten. Werdet ihr entschlossen sein. Die Entschlossenheit, die Kraft, die Klarheit, die Sicherheit, die heute den Christen so eminent abgeht. Wie macht das Christus bei uns? Indem er unser Herz von allen Dingen, die sinnlos sind, von allen Sinnlosigkeiten loslöst. Die mir nachfolgen, werde ich lehren, das Herz von allen Dingen loszulösen, die das Herz in Besitz halten. Also von den Dingen der Welt uns loslösen, das heißt aber auch,
die Stille der Liebe im Herzen pflegen, pflegen, pflegen. Zerteilt euch nicht unnötig. Öffnet die Tore der Seele, also der Türöffner jetzt, gell? Öffnet die Tore der Seele nicht für jedes Geräusch, nicht für jede Einflüsterung, digitale Demenz, Handysucht, Abhängigkeit, von früh bis spät das Handy eingeschalten haben, von früh bis spät immer glauben, erreichbar sein zu müssen. Und für jedes Geräusch, für jede Einflüsterung offen sein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich jedoch werde eingreifen durch das Wirken des Heiligen Geistes, der mehr als jedes andere Werk die Engel und die übernatürlichen Mächte und die guten Geister ins Feld rufen wird. Nicht wir erringen den Sieg, sondern Christus in uns, in Einheit mit allen himmlischen Mächten, mit dem Heiligen Geist. Und Sieg wird dies sein für all diejenigen, die mir nachfolgen wie ihr. Mut daher, schont euch nicht, sondern kämpft auch ihr mit dem Guten für das Gute. Es ist mein Mut, den ich allen anrate, die mir nachfolgen, die Mengen durch euer Beispiel mitzureißen. Das wünsche ich. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann überlasst anderen die vielen Aufgaben, die man ihnen überlassen kann. Die Aufgabe, die Jesus euch übertragen hat, ist einzigartig und ist euch anvertraut. Überlasst allen anderen die vielen Aufgaben, die es gibt, die man ihnen überlassen kann. Und Jesus sagt zu uns, die wir uns von dieser Botschaft der Liebe wandeln haben lassen, durch dich werde ich die Menschen rufen, die sich entscheiden werden, mir zu folgen. Du kennst sie bereits, es sind diejenigen, die dir jetzt nachfolgen. Du wirst bei ihnen sein und sie mit meiner Unterweisung führen. Du wirst bei ihnen sein und sie mit meiner Unterweisung führen. Ganz typisch das 2000 Jahre alte Prinzip des Meisters und des Schülers. Ja, und wenn der Schüler zum Meister geworden ist, wenn der Jünger, die Jüngerin zum Meister, zur Meisterin des geistlichen Lebens geworden ist, ja, dann kann man anderen helfen. Es geht immer weiter. Eltern-Kind-Prinzip ist alles das Gleiche. Und so preisen wir den Herrn für diese einzigartige Zeit. Macht keines meiner Worte undeutlich, sondern macht sie groß. Euch habe ich diese meine Worte anvertraut, damit eure Rede weise und euer Handeln christlich sei. Jetzt geht hinweg über alle dummen Nichtigkeiten. Ihr habt doch Jesus mit euch und sein Wort für die ganze Welt. Neue Zeiten hat euch meine heiligste Jungfrau Mutter angekündigt und ich bitte euch, sie vorzubereiten, indem ihr eure ganze Kraft einsetzt und all eure Verfügbarkeit. Und das machen wir, liebe Freunde, weiterhin gemeinsam. Danke für euer Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Wir, die wir gemeinsam Christus nachfolgen, die Nachfolgenden. Papa, pfiat euch. Papa, alles Gute, viel Segen.